Reifen, hm? Nur ein Haufen alter Reifen. Nichts Interessantes anscheinend. Die möchte ich nicht haben. Können wir auch zu nichts verwenden. Da steht auch ein Schaukelstuhl. Er ist antik. Scheint aber in gutem Zustand zu sein. Aber das würde ich gerne. Aber jetzt ist keine Zeit, um sich auszuruhen. Wüsste nicht, wozu wir den jetzt verwenden könnten. Und da gibt's dann wahrscheinlich auch nicht mehr einen Kaktus im Vordergrund. Es wäre besser, nicht vor die Hütte zu laufen. Wenn die Killer mich entdecken, werde ich nichts davon berichten können. Das ist eben der Vorderbereich der Hütte, wo eben die Killer sind. Und da irgendwo war diese Klappe, genau, da kann man rein. In die Hütte, wo wir vorher waren, in dem Raum. Es macht mir keinen Spaß, noch einmal darunter zu krabbeln. Aber was soll's? Ja. Dort, wo Gina ist, kommen wir sowieso nicht hin. Gut, jetzt schauen wir nochmal, ob wir da irgendwas übersehen haben. Da haben wir schon was, ein Holzstück. Ich wusste es, es ist immer so. Ich glaube, dass es ein Knauf von der Garderobe ist, die dort hängt. Egal, wie oft ich das Spiel spiele, es sind immer wieder Sachen, die ich übersehe. So. Das könnte nützlich sein. Ja, nämlich um die Schraube da reinzustecken und dann einen Bohrer zu haben. Ja, der Schraubenkopf könnte in die Öffnung des Knaufs passen. Genial! Die Schraube sitzt bombenfest im Knauf. Und damit können wir zum Waggon und dort dieses Fass anbohren mit den drei X'en. Gut, haben wir sonst noch was übersehen? Bin mir da fast sicher. Was war das? Das war das Regal, ne? Im Regal selber steht ja nichts. Glaube ich. Nein. So, dann können wir noch weiter. Das können wir leider auch nicht auswählen, obwohl dieser Schlagring gar nicht so schlecht wäre. Hm? Ist da unten? Brillenreste. Ach, Brian hatte ja ursprünglich eine Brille auf, hä? Hm? Das ist meine. Diese Ganoven haben sie mir gestohlen. Zum Glück habe ich nur 0,05 Dioptrien auf jedem Auge. Um die Wahrheit zu sagen, benutze ich sie eher zur Vorbeugung. Das soll man ja nicht machen, weil das hat mir meine Augenärztin verboten. Ich darf keine Lesebrillen benutzen, solange ich das selber noch lesen kann, weil sonst verschlechtert sich das. Naja. Gut, da ist da was im Safe. Das schaut nur so aus, oder? Ja. Das Hemd konnten wir ja nicht mitnehmen. Es ist total zerfetzt. Ja. Nein, ich fürchte, dass es nicht mehr geflickt werden kann. Da können wir auch nichts mehr machen. Da hinten steht auch ein Eimer, den wir nicht auswählen können. Das Münztelefon, haben wir gesagt, bringt uns auch nichts, weil da das Kabel rausgerissen ist. Und die Gina da drinnen wird jetzt... Sie lebt hoffentlich noch. Ich muss Gina helfen. Diese Tiere sind zu allem fähig. Okay, wir schauen gar nicht mehr durch. Sie lebt hoffentlich noch. Gut, dann haben wir anscheinend doch alles da mitgenommen. Flaschen im Vordergrund, Korken und so weiter können wir auch nicht verwenden. Da steht auch irgendwas, aber das können wir auch nicht auswählen. Ne? Ein Trichter wäre da, aber den können wir auch nicht auswählen. Da ist nur diese Kühltruhe. Den Stecker, den wir rausgezogen haben. Ja, das war's dann. Tja, dann schauen wir mal zum Waggon. Und werden dieses Fass anbohren. Richtung Pfad. Alter aufgegebener Waggon, genau. Ich glaube, dass wir da die Erdnussbutter raufschmieren müssen, damit die Termiten sich da diesen, ne, darum kümmern, dass das geöffnet wird. Aber dazu braucht man noch Erdnussbutter. Beziehungsweise Erdnüsse, weil Butter hätten wir ja. So, Pulverfass. Können wir das anbohren? Mit dem Behelfsbohrer. Prima. Damit kann ich ohne Schwierigkeiten ein Loch in das Fass bohren. Aber ich brauche etwas, womit ich das aus dem Fass rinnende Pulver auffangen kann. Da hätten wir entweder einen Helm, der es mit Butter beschmiert ist quasi, oder einen Eimer. Das würde auch gehen. Genau. Ich werde den Eimer vor das Fass stellen, damit das Pulver hineinläuft, wenn ich das Loch gebohrt habe. So, und jetzt nochmal den Bohrer, weil es ja so umständlich ist und Brian das nicht alleine schafft. Mache ich das für dich, Brian? Ich bohre ein Loch in das Fass, damit das Pulver in den Eimer laufen kann. Gut kombiniert, Brian. Los geht's. Da rieselt es. Sehr gut. Jetzt ist der Eimer mit Pulver gefüllt. Ja. Gut, dann haben wir lauter Schießpulver. Mit Pulver. Wunderbar. Hier habe ich mehr als genug Pulver. Ist das Teil des Plans? Jetzt haben wir Schießpulver oder... Ja. Zu was könnte man das verwenden?
Das weiß ich jetzt gar nicht im Moment. Gut, ja, aber sonst... Das ist... Eines ist geschlossen. Die anderen sind leer. Ich weiß nicht. Sie scheinen Teer oder etwas in der Art zu enthalten. Wenn eines geschlossen ist, können wir das eventuell mit der Brechstange öffnen? Dieses Fass ist als einziges geschlossen. Mal sehen, ob ich es öffnen kann. Ja, okay. Dachte ich mir doch. Was da wohl drin ist? Erdnüsse. Ich frage mich, wie lange die wohl schon in dem Fass liegen. Da haben wir doch Erdnüsse. Jetzt können wir Erdnussbutter machen, oder? Sack geschälter Erdnüsse. Sie riechen noch einigermaßen frisch. Aber ich habe darauf jetzt trotzdem keinen Appetit. Wie lange halten dann Erdnüsse, wenn die schon geschält sind? Ich meine, ich kaufe mir da auch immer eine Erdnusspackung. Die halten sicher Monate, aber auch Jahre. Irgendwann müssen die ja schlecht werden, oder? Okay. Gut, können wir damit jetzt Erdnussbutter machen? So. Ich habe die Erdnüsse dazugegeben. Ja. Jetzt muss ich das Ganze nur noch erhitzen, damit die Mischung schmilzt. Dann erhalte ich eine Menge täuschend echter Erdnussbutter à la Brian. Ich weiß auch schon, wo wir das, glaube ich, machen können. Nämlich bei dem Felsen. Beim Ölbohrturm. Da können wir das draufstellen. Ups. Da können wir das draufstellen und dann wird das relativ bald, glaube ich, erhitzt sein. Das war hier. Bohrloch und Ölquelle. Können wir das da draufstellen einfach? Ich glaube, das wäre nicht so gut. Das wäre nicht so gut, gut. Das halte ich für keine gute Idee. Dann ist das offenbar nicht so eine gute Idee, ja? Das hätte wenig Sinn. Dann fällt mir nur noch die Hütte wieder ein. Oder wir müssen es kochen. Aber für was haben wir die Sonne? Haben wir da noch was übersehen, wenn wir schon da sind? Baum. Bohrloch, Ölpumpe. Ah, ich weiß schon. Das könnte das Ablenkungsmanöver sein, wenn wir Sprengstoff, wenn wir diesen Ölbohrturm quasi sprengen. Und dazu hilft uns dieser Eimer mit Schießpulver vielleicht, oder? Um die Quelle zu sprengen? Eine gute Idee. Aber ich bezweifle, dass ich es mit diesem Pulver schaffen werde. Okay. Ja, aber dazu kommen wir vielleicht in die Sprengstoffhütte dann, wo wir Erdnussbutter brauchen. Da gibt es vielleicht mehr Sprengstoff. Aber ich glaube, das wäre schon der richtige Ansatz. Diese Ölpfütze, ne, können wir jetzt auch nicht aufsaugen irgendwie. Achso, haben wir ja schon die Brille damit verwendet. Warum habe ich jetzt eigentlich noch eine Sonnenbrille? Kann ich die für irgendwas verwenden? Sie sieht genau wie die Sonnenbrille aus, die ich im Bus gefunden habe. Da ging es nur um das Sonnenöl. Ah, ich gehe mal kurz die Gegenstände durch, ob wir vielleicht irgendwas übersehen haben. Blaseball kann man schon verwendet für den Basketball, den wir aufgepumpt haben. Sprühreiniger haben wir mit Lederlappen benutzt, damit wir das Fenster ganz am Anfang reinigen können und die Truhe dann zum Schmelzen bringen, das Wasser. Die Brechstange haben wir schon verwendet, zweimal, glaube ich. Oder zumindest einmal jetzt beim Fass. Und beim Aufbrechen der Falltüre. Den Plan, der ist auch schon halbwegs auf... Was ist denn los? Ja, komm, bin ich da. Den Handstaubsauger haben wir auch schon verwendet, um die Tablette rauszusaugen. Den Lippenstift haben wir noch nicht verwendet und ich vermute, wir könnten aber da Munition basteln irgendwie. Der Lippenstift wäre ein schöner Farbtupfer für den Munitionsstreifen. Zu schade, dass er keine Patrone ist. Ah, vielleicht mit Schießpulver? Die Idee gefällt mir. Einen harmlosen Lippenstift in ein großkalibriges Geschoss zu verwandeln. So, ich gebe mal etwas Schießpulver in die Hülse. Das war clever. Und jetzt haben wir eine Patrone. Mal sehen, ob er passt. Wie angegossen. Es wäre schön, wenn ich den ganzen Munitionsstreifen mit solchen Geschossen füllen könnte. Wir haben ja genug Lippenstifte im Bus. Ich glaube, das geht sich aus. Wir haben auch genug Schießpulver. So, dann wären wir da schon mal weitergekommen. Nadel und Faden haben wir verwendet, um den Basketball zu reparieren. Erdnussbutter müssen wir jetzt noch erhitzen. Probieren wir es in der Hütte. Da haben wir auch gesagt, da holen wir sich noch mehr Lippenstifte als Munition. Sonnenbrille haben wir auch schon gesagt. Sonnenöl haben wir verwendet, um das Maschinengewehr zu ölen. Erdnussbutter ist einfach nur als Information gewesen, glaube ich. Das halte ich für keine gute Idee. Ja, dass Erdnussbutter Termiten anlockt. Den Schlüssel haben wir verwendet, um den Kühlschrank zu öffnen. Den Behelfsbohrer haben wir verwendet, um aus dem Fass Schießpulver zu verwenden. Und im Eimer ist das Schießpulver gelagert. Das wir jetzt dann nachher brauchen. Gut, dann haben wir mal alle Gegenstände durch. Und hoffen, dass wir nichts übersehen haben noch bisher. Er ist groß und sein Schatten schützt einen vor der Sonne. Ja, da müsste man eigentlich da... Hätte man das schon erhitzen können, aber egal. Schauen wir nochmal kurz zur Hütte. Ob ich das dort
da erhitzen kann, den Helm. Auf dieser Plattform quasi oder auf dieser Platte. Da. Gute Idee. Okay. Wenn die Sonne direkt auf den Deckel der Kühltruhe scheint, wird er so heiß werden, dass ich ihn als Kochplatte benutzen kann, um eine wunderbare Erdnussbutter anzurühren. Wenn wir schon kein Kochfeld haben, warm werden. Dann macht man sie mit der dem Sonne. Aus dem echten Erdnussbutterglas kann ich die Mischung umrühren. Ah, deswegen braucht man das Erdnussbutterglas, damit wir das umrühren können mit dem Löffel, der dabei war. Na gut, es ist keine echte Erdnussbutter. Aber ich glaube, warum? Man könnte sie dafür halten. Und ja, der Geruch gleich dem der echten. Eben, warum ist das jetzt keine echte? Wo ist dann der Unterschied? Wie wird denn Erdnussbutter sonst hergestellt, wenn nicht mit Butter und Erdnüssen? Ich meine, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber gibt es, glaube ich, nicht viel mehr Zutaten, oder? Gut, damit können wir jetzt zum nochmal zurück zum Waggon und das dann auf die Hütte schmieren. Dann kommen wir vielleicht zu mehr Sprengstoff, mit dem wir diesen Ölbohrturm sprengen könnten, als weiterer Teil unseres Plans. Waggon. Schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle gerade. Es ist etwas verrückt, aber warum nicht? Ich verliere nichts bei dem Versuch. Auf außer geht's. Vielleicht Erdnussbutter, aber... Ich glaube, das können wir verschmerzen, ne? Sehen okay. Wir mal, ob diese Termiten ein Lebenszeichen von sich geben. Er bestreicht es nicht, er bewirft es einfach mit Erdnussbutter. Ist auch gut. Und da kommen schon die Termiten, ne? Scheiße. Ja. Unglaublich. Das leider können wir das nicht sehen. Mann, oh Mann. Nun, das war mal eine Hütte. Das sind ja wahre Bestien. Sie haben den Schuppen in einen Haufen Sägemehl verwandelt. Zum Glück haben sie den Inhalt des Schuppens verschont. Genug Dynamit, um diesen verdammten Ort auf den Mond zu sprengen. Ob es das wirklich so gibt? Solche Termiten, die wirklich Holz so derartig zerfressen? So schnell vor allem. Okay. Ja, Sägemehl brauchen wir nicht, aber Sprengstoff. Ich glaube, dass wir alles Nötige haben, um eine erstklassige Sprengung hinzubekommen. Das wäre nicht schlecht. Können wir das mitnehmen? Ich bewege mich ab jetzt lieber etwas vorsichtiger. Was immer das ist, TNT oder was? So, Sägemehl können wir wahrscheinlich nicht mehr gebrauchen. Ich würde es nicht glauben, oder? Wenn ich das mit den Termiten nicht gesehen hätte. Das halte ich für keine gute Idee. Okay, das Schild können wir wahrscheinlich auch nicht verwenden. Ich lasse es lieber an seinem Platz. Gut, das ist was? Alles da, was man für eine stilgerechte Sprengung braucht. Ja, aber ich vermute TNT. Gut, dann können wir den Ölbohrturm schon mal präparieren, würde ich sagen. Da geht er zack, zack, geht er in einem durch weiter quasi, ohne dass wir jetzt quasi anstehen, ohne dass wir jetzt größere Wartezeiten hätten. So, geht das jetzt mal so? Sprengausrüstung mit Ölpumpe und Bohrloch verwenden. Wenn wir die Quelle zur richtigen Zeit sprengen, kann ich die Aufmerksamkeit der Killer erregen. Ich werde das Dynamit anbringen. TNT and Dynamite. Hm? Den Auslöser hinter dem Felsen. Der kommt wie gerufen, um mich vor der Druckwelle zu schützen. Gehen wir den Plan nochmal durch. Ich muss die Aufmerksamkeit der Killer erregen und sie dazu bringen, die Hütte zu verlassen. In dem Moment muss ich hineinschlüpfen, Gina losbinden und mit ihr durch die Falltür flüchten. Bei ihrer Rückkehr werden die Killer merken, dass Gina ausgeflogen ist. Jetzt tritt der zweite Teil des Plans in Kraft. Die Kerle müssen in der Hütte eingesperrt werden, damit sie uns nicht verfolgen können. Als drittes brauchen wir ein Transportmittel. Zu Fuß kommen wir nie durch die sengende Wüste. Die Killer werden mit Sicherheit abgelenkt, okay, wenn ich die Förderanlage an der Ölquelle sprenge. Gut, das ist das Ablenkungsmanöver also mit dem Sprengen. Das ist der erste Teil des Plans, oder?